Hi, hier ist der Frank von foodblog-hamburg.de. Schön, dass ihr auch mal wieder zu einem neuen Video von uns eingeschaltet habt. Wir wollen heute ein Brot backen. Und zwar wollen wir ein Brot backen ohne Mehl. Dafür benutzen wir Haferflocken. Als erstes müssen wir uns einen Apfel reiben. Ich habe mir einen schönen Bosco-Apfel besorgt. Ist jetzt nicht mehr ganz so die Zeit, ist ja noch eine alte Ernte, aber da kann man jetzt noch wunderschöne bekommen. Der ist echt knackig und echt toll. Den habe ich jetzt abgewaschen und den werde ich jetzt anfangen, eben schnell mit meiner Reibe runterzureiben. Meinen Apfel habe ich jetzt gerieben, der liegt da unten in der Schüssel. Schatzi, guck da mal rein. Der ist durch seine Säure jetzt schon so ein bisschen dunkel geworden, das ist aber nicht so schlimm. Wir heizen jetzt, weil das alles gleich verhältnismäßig schnell geht, den Backofen um Luft 180 Grad. So. Der heizt jetzt auf und dann können wir weitermachen. So, in meine Schale kommen jetzt als erstes 3 Eier. Genau, jetzt muss ich mir erstmal die Finger waschen, weil ich hasse Eiweiß an den Fingern. Eine Prise Salz kommt ja immer auch in jede Süßspeise, also auch in unser Brot. 500 Gramm Magerquark kommt jetzt zu unserem Teig da hinzu, beziehungsweise in unsere Schüssel zu den Eiern. Ich tue das jetzt hier alles schon in eine Schüssel von einer Rührmaschine. Das ist heute nicht meine Standardrührmaschine, die wir sonst immer benutzen. Das ist heute eine, die habe ich zum Testen. Ich kann euch die ja gleich einmal ganz kurz zeigen, aber darum geht ja mein Video heute nicht, aber trotzdem mache ich das gleich einmal ganz kurz. Jetzt kommt mein geriebener Apfel mit hier in meine Schüssel. Und dann kommen da gleich, wenn ich das richtig entsinne, etwas an Treibmittel, nämlich Backpulver. 2 Tüten Backpulver müssen da hinein. Jetzt kommen unsere Haferflocken hier zu unserem Brot. Gibt ja ganz viele Leute und auch mal ganz viel Diskussion darüber, sind Haferflocken glutenfrei? Ja, Haferflocken sind glutenfrei. Aber, und das ist das Wichtige, die Haferflocken müssen, wenn sie geerntet werden und weiterverarbeitet werden, in sauberen Geräten verarbeitet werden. Das heißt, in dem Moment, wo die vorher irgendwelche anderen Sorten vom Feld geerntet haben, die Gluten drin haben, ist natürlich die Maschine verschmutzt und dann, wenn der Hafer geerntet wird, dann hat man Gluten mit in den Haferflocken drin. Deshalb muss man so ein bisschen darauf achten, dass da wirklich auf der Verpackung, wie bei mir, dann mache ich jetzt Reklame, aber bei mir kann man sehen, da steht extra Groß Köln drauf. Nee, ich kriege kein Geld von der Firma Köln, hätte auch eine andere Firma sein können, aber da steht halt groß glutenfrei drauf. Also es lohnt sich auch immer, da vielleicht 50 Cent mehr auszugeben, damit man wirklich auch eine anständige Ware bekommt. Also die sind definitiv glutenfrei und die kann ich auch weiterempfehlen. Und die tun wir jetzt da hinein, 500 Gramm. So, jetzt tue ich da meine körnigen Haferflocken noch oben drauf. Und dann kommt das alles in die Rührmaschine. Was machst du denn da? Das weiß ich auch nicht. Ich packe den Knethaken von der Frau Sisiru aus. Der sieht ja witzig aus. Na gut, bauen wir den mal hier ein. Also, darf ich vorstellen, das ist die Knetmaschine Sisiru. Die habe ich zum Testen von der Firma Amazon bekommen. Und die probieren wir jetzt gerade aus, so ein bisschen. Also muss ich durchsetzen gegen meine KitchenAid. Das wird, glaube ich, schon ein bisschen schwierig. Vom Style her sieht sie aus wie die Maschine von Kenwood. Und also ich habe sie neulich schon mal verwendet. Da war die irgendwas schon ganz cool, was dabei rausgekommen ist. Ja, lassen wir sie mal kneten. Also bei der KitchenAid hätte ich den Knethaken da jetzt drin gelassen. Jetzt habe ich das Teil trotzdem ausgetauscht, weil hier geht das nicht. Aber also die macht das schon ganz gut, was sie machen soll. Ich mache jetzt mal zu Ende und dann melde ich mich gleich wieder. So, das war's. Wir haben das hier schön zusammengerührt mit Firma Siriru. Hat sich ganz gut geschlagen, die Maschine. Ich mache euch unten einen Link in die Description Box. Da könnt ihr sie dann selber finden, falls ihr da Interesse dran habt.
ist eine gute Alternative dazu zu einer teuren Maschine, weil kostet irgendwie unter 200 Euro, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Und mit diesem Schutz hier oben drauf, den muss man halt zum Beispiel bei KitchenAid extra bezahlen. Finde ich nicht schlecht, hat viel Kraft. Das Einzige, was ich halt nicht ganz so geil finde, ist, dass das Kabel von der Maschine viel zu kurz ist. Aber sonst finde ich die schon ganz cool. Und was ich wahnsinnig finde, ist, die hat Saugnäpfe unten drunter. Das haben die anderen Maschinen ja alle immer nicht. Alter, die sind so fest, da hat man echt Probleme, die loszukriegen. Die hält, wenn ich sie jetzt hier drauf stelle, so fest, dass ich hier das ganze Brett mit anhebe. Coole Nummer. Es geht weiter. Ist das nicht cool? Zwei Backformen. So kann man die in den Schrank packen. Stören nirgendwo. Ich finde das so geil. Ich baue die jetzt mal eben schnell zusammen und dann können wir unseren Teig da schon hineintun. So, ich habe meinen ersten Teig hier in meiner Hand. Ich forme den jetzt so ein bisschen länger, tue den hier hinein, verteile den gleichmäßig und das gleiche mache ich mit dem zweiten auch gleich. Ich habe unsere beiden Low-Carb, glutenfreien Brote jetzt hier in unsere kleinen Silikonformen getan. Die kommen jetzt in den Backofen. Jetzt kommen unsere beiden Brote in den Backofen. Unser Backofen hat immer noch kein Licht. Ich glaube, ich werde demnächst mal eine Spendenaktion aufrufen, damit ich endlich wieder Licht habe im Backofen oder mir einen neuen Backofen kaufen. So, unsere Low-Carb glutenfreien Brote sind jetzt im Backofen. Da haben wir 180 Grad und da müssen die ungefähr 50 Minuten drin bleiben. Sollten die euch zwischendrin ein bisschen zu dunkel werden, ein bisschen Backpapier obendrauf, dann verbrennen die auch obendrauf nicht. Ja, und dann sehen wir uns in 45 bis 50 Minuten wieder. Bis gleich. So, unser Brot ist fertig. Ich nehme mal eben schnell mein Backpapier runter, weil auch bei uns ist es so, dass es irgendwie so nach 35 Minuten spätestens muss da halt das Backpapier drauf, weil sonst verbrennt mir das. Nummer 1. Und Nummer 2. Wow, sieht richtig gut aus. Ja, finde ich auch. Ich versuche mal, ohne mir die Finger zu verbrennen, das hier seitlich aufzumachen. Schwupp, sieht doch gut aus, oder? Wir lassen das jetzt mal ein paar Minuten abkühlen und dann schneiden wir das mal an. So, jetzt. Sehr gut. An dieser Stelle nochmal ganz schnell der Aufruf, falls ihr noch nicht abonniert habt bei uns, bitte abonnieren. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, einfach unten reinschreiben. Wir freuen uns drüber. Jetzt geht's weiter. Unser Low-Carb glutenfreies Brot liegt hier vor mir. Ich werde das jetzt mal anschneiden. Ist noch lauwarm. Ich schneide das jetzt mal an. Oh, das sieht schon richtig fluffig aus. Richtig genial. Oh. Boah, aber dampft noch leicht. Ich schneide einfach mal jetzt so eine dicke Scheibe von runter. Oh, ist das geil. Richtig geil. Und wie fluffig das ist. Ich muss das jetzt kurz ein bisschen auskühlen lassen und dann mache ich mir da mal ein bisschen Eiersalat drauf und dann geht das gleich weiter. So, jetzt kommt natürlich das Ende, was natürlich nicht mehr mit Abnehmen zu tun hat. Ich tue da jetzt so ein bisschen was von meinem selbstgemachten Eiersalat oben drauf und mit dem Apfel drin. Das sieht schon so richtig geil aus. Das werde ich mir dann gleich schön gönnen für die Arbeit. Sieht doch richtig genial aus. So, ich beiße ja jetzt mal ab. So, das schmeckt richtig genial, dieses Brot. Und der Eiersalat natürlich auch, aber das ist ja aus dem vorherigen Video. Falls du das Video nicht gesehen hast, ein Video hier vor, haben wir einen Eiersalat gemacht mit selbstgemachter Mayonnaise drin. Richtig genial. Apfelstücke da drin. Die Mayonnaise habe ich gemacht mit einem Avocadoöl. Einfach nur genial. Ich liebe das. So, sollte euch dieses Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Schreibt uns viele, viele Kommentare unten rein. Wir freuen uns. Abonniert uns, falls euch das gefallen hat. Wir haben noch ganz viele andere Videos in unserer Mediathek drin. Schaut sie euch alle an. Ich freue mich darüber. Ich sage tschüss. Tschüss. Und Frank von footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.